Guten Tag, liebe Männer. Ich bin Natalia Pastuchova, Partnervermittlung Ukraine Natalia. Wir sind jetzt in Kiew, in der Ukraine. Ich bleibe hier fast 2 Wochen und in dieser Zeit kommen hier nacheinander 4 Kunden bei uns, 4 exklusive Kunden. Und ich wollte mit Ihnen natürlich in dieser Zeit intensiv besprechen, wie Sie eigentlich Erfolg bei der Partnersuche maximieren können. Warum bin ich persönlich hier? Natürlich, weil ich exklusive Kunden immer persönlich betreue, auch von Anfang an bis zum Erfolg, auch bis zum ersten Date und bis zum erfolgreichen Heiraten, dass ich dann später auch Tipps gebe und begleite mit Fragen und Beratungen. Ja, aber nicht nur das, sondern auch, warum interessiert mich diese Begleitung, mich persönlich? Eigentlich möchte ich immer wieder diese Arbeit selbst machen, damit ich sehe vor Ort, wie läuft das Ganze ab. Immer wieder. Wir arbeiten schon seit 17 Jahren und diese Zeit ändert sich vieles. Die ganze Zeit ändern sich alle Möglichkeiten der Kommunikation. Ja, angefangen von den Briefen, wie wir zum Beispiel vor 17 Jahren geschrieben haben. Meine Güte, einige Frauen haben uns noch im Briefumschlag per Post aus der Ukraine Fotos geschickt haben. Jetzt erleben wir was ganz andere Möglichkeiten. Es gab viele Männer, die haben uns Briefe per Fax geschickt, die haben wir bekommen, übersetzt per E-Mail abgeschickt. Jetzt ist natürlich, gibt es bei uns Kunden, die sagen, ich habe keine E-Mail, ich habe nur WhatsApp, Natalia. Schicken Sie mir bitte nur WhatsApp, E-Mails bekomme ich nicht. Wo ich da sage, ja, wie kann das denn sein? Wie kann das denn sein? Aber nicht nur das ist wichtig. Sehr stark ändern sich auch die Frauen. Dass sie sich ändern, das können sie alles natürlich selbst einschätzen, aber die Frauen vor Ort, die ukrainischen Frauen oder russischen Frauen, die ändern sich auch total. Und die Frauen, die vor 17 Jahren waren, die sind schon heute ganz anders und ticken anders. Die ganze Zeit ändert das Land, die Menschen ändern sich, das Volk ändert sich. Die Wünsche, die Vorstellungen, die Werte ändern sich. Und damit ich natürlich dann in Deutschland nicht diesen Anschluss verliere, wo ich dann in Deutschland mit den Deutschen mehr dann schon zu tun habe, mit deutschen Frauen, meine Freundinnen sind schon so viele deutsche Frauen, damit ich immer noch weiß, wie tickt denn aktuelle, moderne ukrainische Frau, ist es wunderbar, wenn ich immer wieder hierher komme, immer wieder den ersten Kontakt mit ihnen in Deutschland aufnehme, sie in die Hand nehme und dann hierher komme, die Beziehung aufbaue mit ihnen und dann hierher fliege, zum Date gehe, die Frau sehe, die Frau beobachte, wie sie den ersten Kontakt aufnimmt, wie sie schreibt, was sie sich vorstellt, wie sie sich benimmt, was sie erzählt, wie sie zum Date kommt, wie sie sich angezogen ist, was sie mir erzählt, was sie nicht nur am Tisch beim Date ihnen erzählt, sondern was sie mir auch auf der Toilette erzählt, wenn wir in die Damentoilette zusammen gehen und wenn wir dann unter uns immer wieder reden oder wir genießen immer die Momente, zum Beispiel, ich genieße auch, stimmt auch die Frauen, weil die wissen, ich gebe jetzt ein paar Tipps ihnen, wenn der Mann auf die Toilette geht, das heißt, wenn sie auf die Toilette gehen, dann bleibe ich mit der Frau und dann geht es los, diese Strömung der Information, was die Frau mir sagte, Natalia, Natalia, was denkst du, oh, der ist ja so toll, dass ich weiß nicht, was soll ich ihm sagen oder zum Beispiel, wie hast du gesehen, was hat er gesagt, wie denkst du, was hat er damit gemeint und was hat er gedacht damit? Ja, das sind sehr, sehr wichtige Informationen. Die aktualisieren ständig meine Vorstellungen von den Menschen hier, von den Frauen hier, aber auch das Wichtigste, meine Vorstellung von einer erfolgreichen Vermittlung, weil ich schon weiß, wie man Stufe für Stufe erfolgreich diese Partnervermittlung, den Partnervermittlung aufbaut, Partnervermittlungsablauf aufbaut, vorstellen, damit das auch erwarteten Ziel bringt. Das Wichtigste, Sie haben selbst mich gefragt, ja Natalia, was erzählst du uns da über Zaporozhye, über Felder und Wälder, ist uninteressant, Kultur und sowas, erzähl mal lieber über deine Agentur. Gut, ich wollte Ihnen aber so
vielseitig zeigen, ja, weil ich bin selbst eine Ukrainerin, hier geboren, hier gewachsen, hier erzogen, bis zum, weiß nicht welchem Alter, ne? Ich bin als erwachsene Frau nach Deutschland umgezogen. Deswegen, wenn Sie mich eigentlich beobachten, wie ich rede, wie ich mich benehme, fühle, was mich begeistert und was mir gefällt, was mir weniger gefällt, dann können Sie sich ganz gut vorstellen, was bekommen Sie von einer ukrainischen Frau, die Sie vielleicht bald heiraten oder die Sie kennenlernen wollen, weil ungefähr wird sie genauso ticken wie ich, weil so anders sind sie auch nicht, die hier wohnen. Ich bin ständig mit ihnen in Verbindung und eigentlich wir tauschen uns immer aus. Ja, die stecken mich mit Energie, ich sie und so weiter. So, zur Sache. Warum erzähle ich das Ihnen? Wenn Sie zum Beispiel auch nicht unbedingt unsere Kunden sind, aber schauen Sie unseren Kanal, dann finde ich, das ist so spannend, weil Sie haben alle Informationen, die ukrainische Frau irgendwie in Berührung, mit denen ukrainische Frau in Berührung kommt. Ja, das heißt, hier und da, wenn ich zum Beispiel sage, ach, schauen Sie, wie lecker ist dieser Borsch, genau das wird Ihnen die Frau in 10 Jahren sagen. Oder wenn Sie mit der Frau in die Ukraine nach 10 Jahren, nach dem Heiraten, nach 10 Jahren in die Ukraine fliegen, dann sagt die Frau, ach, lass mal uns den Speck essen mit Borsch. Ja? Dann können Sie jetzt mich sehen, was ich da so gerne esse, dann können Sie sich vorstellen, oh, da muss ich mit meiner ukrainischen Frau das essen. Gut, warum bin ich hier, immer hier? Ja? Damit ich immer wieder meine ukrainische Frauen verstehe. Wissen Sie, was ich verstehe? Immer wieder und sehe immer wieder, die ukrainischen Frauen, die sind sowas von verschieden. Das ist sowas von verschieden. Verschiedene Persönlichkeiten, verschiedene Menschen, verschiedene Typen, verschiedene Einstellungen der Menschen. Das ist ja unmöglich, unmöglich. Und wir haben jetzt ein glückliches Paar, Andreas und Jana. Ja, haben Sie dann schon viel erlebt aus unseren Geschichten. Ja? Und was sagt mir ein Mädchen? Ein Mädchen hat einen von unseren Kunden jetzt im Februar kennengelernt. Ich habe sie auch persönlich begleitet, deswegen habe ich sie eigentlich auch so intensiv kennengelernt. Und ein Mädchen hat das Video gesehen von Jana und Andreas und die sagte, Natalia, die sind so ähnlich, die sind so wie wir, ich erkenne uns bei den beiden, die sind so süß, die sind so gut, wir sind alle so ähnlich. Ja, das habe ich auch mir gedacht. Ich habe Jana und Andreas auch gesagt, ich habe das im Februar ein Paar zusammengebracht. Es war genau gleiche Abwicklung wie bei euch. Genauso haben sie Briefe geschrieben, genauso gleiche Energie war zu spüren. Genauso sind die beiden zum ersten Date gekommen. Genauso waren sie verliebt und unsicher und unruhig. Und genauso habe ich hin und her Tipps gegeben, Unterstützung gegeben, Richtung gegeben. Und genauso ist er auf die Toilette gegangen, wir haben mit der Frau geflüstert und es gab so viel zu besprechen. Die war verzweifelt, die wusste nicht, wie ist es richtig, wie ist es falsch, ob sie alles richtig verstanden, was ist das für ein Typ. Genauso war sie auf der Toilette, der hat sich gefreut, mich für sich alleine zu haben. Oder wie die Frau ist mit Taxi nach Hause gefahren, wir saßen noch mit Thorsten am Abend am Kamin im Hotel und haben noch Stunde besprochen, wie es war. Am Frühstück haben wir uns getroffen, haben noch gesprochen, konnten uns nicht treffen, wie es war gestern. Was wird heute passieren? Was kann man machen? Welche Vorstellungen, welche Wünsche bei ihm stehen? Ich muss der Frau ein bisschen einschätzen, was stellt sie sich vor, was wünscht sie, wie sieht sie die weitere Zukunft? Und das sind unglaublich wichtige Informationen, unglaublich. Die Menschen, ähnliche Menschen, ziehen gleiche, ähnliche Menschen an. Genau wenn die Frauen sehen, ich erkenne mich bei den anderen Frauen, eigentlich ziehe ich sehr wahrscheinlich Frauen, die ähnlich sind wie ich. Komisch, irgendwie nach 17 Jahren kommt man zu ähnlichen Ergebnissen, zu ähnlichen Vorstellungen. Ja? Eine Frau, wir haben auch YouTube auf Russisch. Und eine Frau hat ständig verfolgt uns, geguckt und sagte, Natalia, ich glaube, wenn die Männer sie gucken, sie wollen sehr wahrscheinlich sie kennenlernen. Dann habe ich der Frau gesagt, das kann schon sein, weil ich eigentlich sie vermittele, ich bin das Gesicht meiner Frauen. Und sie, alle Frauen, die ich aufnehme, sie sind meine Visitenkarte. Wir sind ein Team und wir sind eigentlich ein Ganzes, das Ganze. Deswegen muss ich toll aufpassen, dass meine Gesichtskarte mit mir stimmt.
Und komischerweise, viele Männer, besonders die letzte Zeit, kommen super angenehme Männer zu uns. Ich freue mich total auf euch und wirklich, nur gute kommen Sie bitte zu mir. Ne? Die da irgendwie Konfliktpersonen, müssen Sie bei uns gar nicht suchen, suchen Sie woanders. Nur gute mit gutem Herzen, mit offenem Herzen, mit positiver Einstellung kommen Sie zu uns und wir werden mit Ihnen die Partnersuche anfangen. Genau dasselbe sage ich meinen lieben Damen. Ich habe das letzte Video veröffentlicht. Sie haben auch sehr wahrscheinlich gesehen, diese nur für Damen, Informationen nur für Damen. Da waren auch strenge Regeln, Aufnahmeregeln, wo ich dann ganz so streng die Damen angefordert habe, wenn sie dann suchen, ein bisschen Geld zu verdienen oder Englisch zu lernen oder sowas. Egal, welche Ziele sie haben wollen, bitte melden sie sich bei mir nicht. Das ist Zeitverschwendung für mich und für sie. Und noch schlimmer, ich werde sie da irgendwo schwarze Liste eintragen und überall sagen, die ist eine unseriöse Frau. Ne? Deswegen verschwenden sie bitte ihre Zeit nicht. Nur gute Frauen bitte zu mir. Ne? Welche Rückmeldungen bekomme ich? Und ich erwarte, dass tatsächlich nur Gute zu mir kommen. Und die anderen, die denken, oh, Natalia ist bekloppt, die kommen zu mir nicht. Und das ist ja wunderbar, so spare ich sehr viel Zeit, weil Anmeldungen bekommen wir haufenweise, Berge von wunderschönen Frauen. Denken Sie, will ich die alle aufnehmen? Nein, mein Ziel ist nicht Dates verkaufen, mein Ziel ist nicht die Adressen verkaufen. Am liebsten würde ich für jeden Mann nur ein Date machen. Nur ein Date. Dafür brauche ich aber nur eine Frau. Aber da muss alles komplett stimmen, vom Charakter, vom Typ, damit das auch halten kann. Womit sind wir besonders? Ich weiß nicht, ob Sie noch andere Agenturen sind, die zum Beispiel bis zum Erfolg für ein Honorar arbeiten, ohne zeitliche Begrenzung. Einerseits, ja, lebenslange Begleitung brauche ich nicht. Ich auch nicht. Ich habe auch keine Lust, mich mit Ihnen lebenslang zu beschäftigen, glauben Sie mir. Das Beste, was ich mir wünsche, das ist genauso wie die Abwicklung jetzt bei Jana und Andreas. 3 Wochen, Honorar genommen, sie sind glücklich. Andreas ist glücklich, Jana ist glücklich, ich bin glücklich. Ich bin so glücklich, der hat mich jetzt für 5 Tage nach Kiew genommen. Heute habe ich frei, jetzt erzähle ich Ihnen das Video. Ist das nicht eine schöne Abwicklung? Ich bin sehr zufrieden. Aber ich habe gedacht, ich werde alle 5 Tage frei haben. 5 Tage frei habe ich nicht bekommen. Andreas und Jana, die sind sehr schlau. Natürlich, denn den ersten Tag waren sie nur für sich alleine. Das war natürlich perfekt und schön. Die wollten da nur so einfach in der Nähe sein. Ne? Die wollten sich spüren, die wollten zusammen sein. Die sind jetzt schon 3 Tage zusammen, glaube ich. Meine Güte, ich verliere einfach. Ich weiß gar nicht, welchen Tag ist heute. Dienstag, glaube ich. Morgen Mittwoch. Mann. Also, dann, Andreas und Jana haben verstanden, solange Natalia hier ist, das ist eine wunderbare Hilfe. Nicht nur sprachlich, aber auch sprachlich, sondern auch, ich bin, wissen Sie, wie Hebamme bei der Geburt. Wissen Sie, was sagen Sie, was macht die gute Hebamme bei der Geburt? Die sagte, ich bin ein Schritt vor der Natur. Ich bin nicht gegen Natur, ich bin ein Schritt vor der Natur. Ich gucke, was jetzt passiert. Ich weiß, was jetzt passiert. Ich bin ein Schritt vor der Natur und ich empfange das. Ich mache so, dass die Landung weich ist, weil ich weiß, wo es landet jetzt. Wo geht es hin? In welche Richtung entwickelt sich jetzt die Beziehung? So ähnlich habe ich gedacht, so ähnlich fühle ich mich auch. Ich bin ein Schritt von der Natur. Das heißt, der ganze Anfang sehe ich den Mann an. Ich kenne meine Frauen. Ich versuche mir einzuschätzen, welche von den Frauen könnte diesen Mann glücklich machen, damit meine Vermittlung erfolgreich, schnell, qualitativ abgeschlossen wird. Damit es auch hält, ne? Sonst kommt er wieder und er muss nicht bezahlen. Das ist so, ich nehme sie auf, sie bezahlen einmal und sie können immer wieder, wenn das nicht hält. Deswegen muss es halten. Ne? Das ist in meinen Interessen. Wir haben das gleiche Ziel, ich und sie. Das muss halten, das Glück. Ja? Nicht einfach so, hier ein Date, wieder, da hat keiner Bock darauf. Ich auch nicht. Ich möchte lieber neue Kunden aufnehmen, als mit Andreas hier ganzes Jahr zu telefonieren. Hat er genug mir schon angerufen in diesen 3 Wochen. Aber Folgendes,
ein Schritt vor der Natur. Das heißt, wenn ich sehe, in welche Richtung geht es, ich lese die Briefe, ich gucke, welche Beziehung entsteht in welchen Briefen. Ich kann ein bisschen lenken, ich kann ein bisschen empfehlen. Wenn ich sehe, in diesen Briefen, in diesen Kontakten gibt es zu wenig Potenzial, dann kann ich Ihnen noch eine Frau empfehlen oder noch eine Frau. Oder ich kann auch sagen, zum Beispiel wie jetzt, guck mal, du hast eine wunderbare Frau, du kannst jetzt fliegen. Wir müssen gucken, das ist bei uns so jetzt, mit Corona-Zeit auch, aber auch so. Man fängt an, man weiß noch nicht, wann man fliegt und muss man auch nicht. Man muss noch keine festen Termine machen, man muss sensibel, flexibel bleiben, schnell reagieren. Aber zuerst kann man sich erstmal darauf konzentrieren, dass man eine gute, feste Beziehung aufbaut. Damit fängt man an. Und später, wenn Sie sehen, ich habe diese Frau schon, ich liebe sie schon, ich fühle mich nur an diese Frau angezogen. Und wenn ich das sehe, wie ich immer wieder gesagt habe, ich muss diese Einschätzung von der Frau bekommen, dass sie auch so ähnlich denkt, dann bin ich einen Schritt von der Natur, dann sage ich, ja, lieber Andreas, jetzt kann man schon die Reise planen. Ja, lieber Jana, der kommt. Ja, machen wir so 2 Tage. Das ist eine schön gute Zeit. Oder vielleicht möchtest du 3. So ungefähr planen wir. Aber man muss wirklich einschätzen, dass da ein Potenzial hat. Gibt's, ne? Nicht einfach zu irgendwelcher Frau fliegen, wo sie keine Ahnung haben, mit wem sie noch zu tun hat, wie viele Kontakte hat sie noch, wie viele Dates hat sie noch und wo sie überhaupt da auf dieser Prioritätsskala sind bei der Dame. Gut, dann fliegen wir. Dann beobachte ich natürlich das, was Natur jetzt tut. Ob die Sympathie da ist, ob die Liebe entsteht, ob da Potenzial ist, ob die Augen leuchten, ja? Ob das Herz schlägt, ja? Ob das sieht man schnell, das spürt man schnell. Ja? Und dann kann man handeln, dann kann man den Menschen einfach helfen. Das, was sie nicht trauen, wo sie zum Beispiel Hemmungen haben, da gibt es Barriere, Wand bestimmte. Sie wissen nicht, wie die Frau reagiert, sie wissen nicht, wie sie die Frau fragen können. Dafür bin ich da, dafür bin ich da. Dafür, dass wenn ich zum Beispiel unter 4 Augen mit Andreas bin, dann sagt er mir, ich möchte das und das, ich will das und das, ich habe mir das und das vorgestellt, wie denkst du? Dann sage ich, ja, dann sagen wir das und das, dann warten wir dann und dann ab, dann fragen wir das und das. So, ich mache das und das tue ich. Ja? Und dann läuft es alles komfortabel, angenehm für Sie und erfolgreich eigentlich für uns alle, so dass ich Ihnen natürlich helfe damit. Gut. Die Beziehung, vieles tut natürlich Schicksal, vieles tut die Liebe, vieles tut die Bereitschaft, sich zu verlieben, die Liebe weiterzugeben und sich zu verlieben, ne? Der Wunsch, sich zu verlieben. Aber wenn ich dabei bin oder zum Beispiel eine professionelle Begleitung dabei ist, dann natürlich ist das alles ganz anders. Dann hat man sehr schnell sehr viele Sachen geklärt. Wie zum Beispiel bei Jana und Andreas, die waren nach einem Tag von der Seite abgemeldet. Für sie war es sicher, sie möchte keinen mehr kennenlernen. Für Andreas war das auch sicher, aber das würde nie passieren, wenn sie alleine hier treffen würden. Englisch konnten die beiden sprechen, ja? Aber dieses Niveau der Fremdsprache ist nicht immer so ausreichend, dass man so Gespräche führen kann, dass sie tatsächlich so tief sind, dass jeder sehr feinfühlig die Sachen rüberbringen kann, dass es überhaupt keine Missverständnisse entstehen. Und man traut nicht immer, man weiß nicht, wie der andere reagiert, deswegen man verliert unglaublich viel Zeit, unglaublich. Dass man zum Beispiel nach einem Tag erreicht, dass die Frau sich abmeldet und damit eindeutigen Signal gibt, ich suche keinen mehr, ich möchte mit dir die Zukunft, die Beziehung aufbauen. Und der Mann tut das auch. Was macht Andreas? Der ist für 7 Tage gekommen, der hat schon seine Reise für 2 Wochen verlängert. Der bleibt jetzt 2 Wochen, die fahren jetzt die Eltern kennenlernen von Jana, die haben schon solche Pläne. Wunderbar. Gut, ich habe gesagt, ich dachte, ich werde 5 Tage Urlaub haben. Das hat nicht geklappt, weil die beiden so schlau sind. Die haben gesagt, Natalia, komm mit uns Kaffee trinken. Und Kaffee trinken hat bei uns 8 Stunden gedauert, wo Natalia richtig geackert hat. Die hat übersetzt, dolmetscht. Ne? Und in diesen 8 Stunden, die haben so viele Informationen rüber zueinander geschickt haben,
die haben den ganzen Lebenslauf einander erzählt. Die haben alles erzählt über alle Nichten, Onkel, Tanten und wer mit wem wohnt und welche Beziehung gibt es in der Familie, damit wenn Jana kommt, sie weiß, was sie erwartet. Sie kann sich auf die ganze Familie einstellen, die weiß schon alles, alles über diesen Mann. Der Mann weiß alles über diese Frau. Also besser geht es nicht, besser geht es nicht. Die sind vorbereitet für die Zukunft. Jetzt können sie wieder dann alleine bleiben und dann über Blumen reden, über Sonne reden, über das schöne Wetter reden, die Stadt genießen, ja, was Ausflüge machen, Spaß haben. Die wichtigsten Informationen, das Vertrauensbasis, diese Entscheidung füreinander zusammen ist getroffen. Und das ist sehr wichtig. Deswegen finde ich sehr schön, dass ich hier bin. Und ich finde das auch nicht nur für die Paare, dass das natürlich zum Erfolg sehr viel beibringt, sondern auch für mich war mit jeder Reise, mit jeder Begleitung, bin ich erfahrener und schlauer. Selbstverständlich haben wir in 17 Jahren viele Fehler gemacht und nicht so begleitet, nicht so gearbeitet, wie wir das heute können, selbstverständlich. Aber dafür ändern wir uns, dafür machen wir neue und neue Möglichkeiten, wie diese YouTube-Videos oder Facebook arbeiten wir. Wir werden noch andere Projekte entwickeln, die tatsächlich zum Erfolg bringen. Wir werden sehr wahrscheinlich niemals Single-Dating-Party machen, die ich gedacht habe vor der Corona. Vielleicht mache ich doch in Kiew, ist möglich, leicht, schön, bunt, lustig. Aber dann habe ich verstanden, als Erfolgquote ist das wirklich weniger als 10% kann ich helfen dort. Ne? Das ist zwar lustig und witzig und schöne Frauen, schöne Kleider kommen, aber es ist nicht meine Sache, wissen Sie, ist nicht meine Sache. Wenn ich einen Mann habe, der mich beantragt habe, dann habe ich wirklich genug zu tun, um mir Mühe zu geben, ihm zu helfen. Ja, wenn ich irgendwelche Single-Partys mache und dann weiß ich zum Beispiel, nur ein Mann von 10 hat überhaupt Glück, jemanden zu finden hier. Ich glaube nicht, dass das wirklich in meinem Interesse so zu arbeiten. Deswegen, meine Leute, sehen Sie, die ukrainische Reinigungskraft ist sehr fleißig. Die Stadt glänzt, ne? Kiew, wir sind jetzt Mitte Maidan, ne? Besser geht's nicht. Deswegen, liebe Leute, wir arbeiten weiter, wir entwickeln uns zusammen mit Ihnen, wie ich gesagt habe, in dem Team, im ständigen Dialog sind wir besser und besser. Und unser Ziel ist Ihr Glück und zusammen müssen wir dahin kommen. Ich hoffe, das war so ein bisschen allgemeines, informatives Video. Ich hoffe trotzdem, das war hilfreich. Und wenn nicht, tut mir leid. Aber ich bedanke mich trotzdem für Ihre Likes. Und die sagen mir, war das gut oder nicht gut? Bitte schön Ihre Fragen alle bitte in den Kommentaren. Dann werden wir dann weiter. Wie Sie sehen, ich lese Ihre Kommentare sehr gerne und antworte darauf. Ich nehme extra dafür Zeit, weil YouTube ist ein wichtiges Projekt bei uns. Single Dating Party nicht. Die werden wir nicht machen. Deswegen die damals angemeldet haben, die sagen manchmal, wann machst du das? Ich mache das sehr wahrscheinlich niemals. Niemals. Das ist, haben wir nachgedacht letzte Zeit. Mir macht das viel mehr Spaß und das ist meine Sache, wie das, was Sie gestern gesehen haben, dieses Paar zusammenzubringen, für einen Mann zu arbeiten, bis er glücklich ist, als irgendwie sowas zu veranstalten. Ich hoffe, wenn Sie das auch mögen, freue ich mich sehr. Wenn nicht, dann müssen Sie das woanders suchen. So, meine liebe Herren, ich wünsche Ihnen alles Gutes aus Kiew, aus der Hauptstadt, vom Hauptplatz, aus dem Zentrum meiner Heimat von Maidan. Und ich werde auf jeden Fall noch ein paar interessante Botschaften Ihnen aus Kiew in dieser Zeit senden. Danke für Ihre Likes, danke für Ihre Kommentare. Bis zum nächsten Video.